Es herrscht Ausnahmezustand in Los Angeles. Zumindest im LA Convention Center, der größten Messehalle der Stadt. Jedes Jahr im Juni strömen zehntausende Journalisten und Fachbesucher in diese Hallen. Zu Hause vor den Bildschirmen versammeln sich Millionen, um die neuesten Versionen ihrer heißgeliebten Spiele zu sehen und die Spielekultur zu zelebrieren. Die E3 ist nicht nur die größte Spielemesse der Welt, sondern ein gut geölter Medienzirkus, dessen Verlauf über ganze Konsolengenerationen und Firmenschicksale entscheidet. Ich möchte daher mal hinter die Kulissen blicken. Einmal im Jahr kann man im Grunde gar nicht übersehen, dass hier in L.A. die Spielehölle brennt. Vorne ist die gesamte Wand verkleidet. Da ist quasi kaum zu übersehen, dass hier eine große Spielemesse abgeht. Die E3 in L.A. ist der Event und ist immer noch die größte Spielemesse der Welt. Aber warum eigentlich? Und wie hat sich das Ganze mit den Jahren entwickelt? Das sage ich euch jetzt. Das hier ist sie, die allererste Electronic Entertainment Expo, oder kurz E3. 1995 entsteht hier etwas, was später die Spielewelt über Jahre prägen wird. Und zwar eigentlich aus einer reinen Notlage heraus. Um die Frage zu beantworten, warum die E3 überhaupt entstanden ist, muss man sich mal die Lage der Videospielindustrie zu Beginn der 90er Jahre verdeutlichen. Nach dem großen Branchencrash Mitte der 80er wurden Videospiele als wenig lukrative Spielerei für Kinder abgetan. Wenn man als Spieleentwickler im Jahr 1991 ein Spiel vorstellen wollte, dann hatte man als US-Unternehmen nur eine Wahl. Man ging zur CES, der Consumer Electronics Show, also einer Technikmesse ähnlich der IFA in Berlin. Videospiele waren dort jedoch nur eine Randerscheinung. Tom Kalinske, der ehemalige Chef von Sega of America, schrieb in einem Interview mal, wie schwer es Spielefirmen hatten. Laut ihm gab es 1991 für Firmen wie Sega maximal ein großes Zelt. Und um sie überhaupt zu finden, musste man erst an den Pornohändlern vorbeilaufen, die in der letzten Ecke der kleinsten Halle residierten. Ernst genommen wurde man damals von der Industrie nicht im Ansatz. Ein bisschen aus Trotz also taten sich mehrere große Branchenvertreter zusammen und schufen mit der E3 einen Ort, wo ihren Spielen endlich die Aufmerksamkeit zuteilkommt, wurde, die sie verdienen. Heute, 20 Jahre später, ist die E3 ein Mega-Event. Mit perfekt durchgetimten Pressekonferenzen. Alles muss sitzen und blitzen. Jedes Jahr werden hier Weichen gestellt. Für Erfolg oder Misserfolg. Die ganze Spielewelt blickt in diesen drei Tagen nach Los Angeles. Wer sich da die Blöße gibt, kann damit ganze Geschäftsquartale ruinieren. Oder den Grundstein für legendäre Erfolgsgeschichten legen. Der Siegeszug der PlayStation 4 begann zum Beispiel hier auf der großen Bühne. Kurz nachdem Microsoft verkündete, man wolle den Gebrauchthandel mit Xbox-Spielen künftig unterbinden, kam Sony und bot die PS4 nicht nur $100 weniger an, sondern erklärte, dass es eine Gebrauchtsperre bei ihnen nicht geben würde. For instance, PlayStation 4 won't impose any new restrictions on the use of PS4 games. So gewann man den Krieg der Next-Gen-Konsolen mit einem ausgefuchsten Move, weit vor Verkaufsstart. Viele Jahre zuvor nutzte Sony eine ähnliche Taktik, als man die erste PlayStation $100 günstiger an den Handel stellte als Sega Saturn. Und zwar mit einer Ankündigung, die als Paradeexempel dafür gilt, wie man mit dem Gegner den Boden aufwischt. $299. Aktion, Backward Compatibility und Reaktion. Ein taktisches Wechselspiel, das nirgendwo wichtiger ist als auf der E3, wo eine gelungene Spielevorstellung einen Publisher zum Gewinner einer ganzen Messe machen kann oder zum Gespött der kompletten Branche. Der Bildschirm ist so niedrig, wenn ich so stehe, gucke ich nur gegen die Wand hier. Deswegen muss ich leider so hier stehen.
Spieleredakteure und YouTuber ist so eine Messewoche auf der E3, so ehrlich muss man schon mal sein, natürlich auch mit Annehmlichkeiten verbunden. Immerhin befindet man sich in Los Angeles, Kalifornien, wo es auf das gesamte Jahr gerechnet nicht einmal 20 Regentage gibt. Üblicherweise hängen daher alle angereisten Journalisten immer noch ein paar Tage Auszeit dran. Ich war dieses Jahr mit einer kleinen Gruppe von Studio 71 und meinem Team von Let's Play Together dort und habe hinterher auch ein bisschen die Seele baumeln lassen. Aber das muss man auch sagen, der größte Teil, der ist dann doch die Arbeit. Aber was macht man auf der E3 eigentlich nun genau? Das erkläre ich euch an ihm hier als Beispiel. Das ist der YouTube-Superstar Fabian Siegesmund. Er freut sich wahnsinnig auf die E3, deshalb hat er sich einen Lageplan aller Publisher-Stände besorgt und natürlich weit im Voraus daran gedacht, überall Termine zu vereinbaren. Termine, Fabian, die hast du doch gemacht, oder? Natürlich hat Fabian Termine gemacht. Und die klappert er jetzt gewissenhaft und pünktlich ab. Falls sich jemand von euch beim Besuch auf der Gamescom in Köln mal gefragt hat, was machen die YouTuber und Journalisten eigentlich in den Hallen 4 und 5, die für normale Besucher gesperrt sind, dann ist das die Antwort. Termine abklappern im sogenannten Business-Bereich. Meist von morgens 9 Uhr bis spät in den Abend hinein. Solche Termine mit den großen und kleinen Publishern sind rund 30 bis 60 Minuten lang und beinhalten manchmal Interviews, manchmal dürfen wir selbst spielen, manchmal zeigt uns der Entwickler persönlich das Spiel, manchmal zeigt man uns lediglich ein Video. Mit Film ist dabei aber auch für Journalisten fast immer verboten. Deswegen bekommt ihr so wenig Material von hinter den Kulissen. Ach, guck an, da ist ja auch wieder der YouTube-Megastar Fabian Siegesmund. Fabian ist mittlerweile nach langem Suchen in den riesigen Hallen bei seinem ersten Termin angekommen. Nicht alle Publisher bieten jedoch geordnete Termine an. Bei EA zum Beispiel steht man trotz Termindruck stundenlang in der Schlange. Da hilft dann nur noch Vordrängeln. Auf der E3 findet all das aber nicht wie auf der Gamescom in abgesperrten Bereichen oder einer extra Halle statt, sondern die E3 ist der abgesperrte Bereich. Normale Besucher haben hier für gewöhnlich keinen Zutritt. Der wird nur Branchenvertretern oder eben Berichterstattern gewährt. Damit erklärt sich dann auch, weshalb die E3 in puncto Besucherzahlen von den verbliebenen drei großen Messen die kleinste ist. Nur um die 50.000 Besucher finden sich jährlich in Los Angeles ein. Auf der Gamescom sind es im Vergleich weit über 300.000. Und das ist nicht der einzige Unterschied zur Gamescom. Wenn man sich mal hier genau umguckt, an diesem Stand zum Beispiel, also rein exemplarisch, dann fällt was auf, und zwar das, was fehlt. Hier sind keine Babes. Auf der ganzen Messe, auf der E3, gibt es dieses Jahr so gut wie gar keine mehr. Das ist auf der Gamescom in Köln noch mal ein bisschen anders, weil die sich ja haben anschlüpfen lassen, sozusagen. Vor vielen Jahren hat die E3 damit angefangen, immer großbusigere Frauen hier hinzustellen, in immer engeren Kleidern, bis dann irgendwann Schluss damit war. Jetzt ist es mittlerweile so, dass hier gar keins dieser berühmten Boothbaits mehr steht. Und eine andere Sache, wenn man sich immer umguckt, die auffällt, ist, dass es hier so ruhig ist. Also wenn man mal von den lauten Bildschirmen absieht, denn es gibt hier keine Stände, wo Sachen ins Publikum geschmissen werden oder T-Shirts oder Bleistifte und die Leute schreien. Hier müssen eben keine Leute angeheizt werden, denn hier sind ja ausschließlich Journalisten und Pressevertreter unterwegs oder Leute aus der Branche und die wollen eh keine Bleistifte haben. Das gibt's auch nur auf der Gamescom. Die E3 befindet sich seit geraumer Zeit im Wandel. Und zwar, wie viele Analysten meinen, nicht zum Guten. Besonders deutlich wurde dies in diesem Jahr. Denn auch wenn die Neuankündigungen zahlreich und die Überraschungen krass waren, in den eigentlichen Hallen haben wir davon relativ wenig mitbekommen. Spielen konnte man die neu vorgestellten Titel fast durchgängig nicht. Experten glauben, dass die E3 dadurch immer weiter an Relevanz einbüßen wird. Denn viele Publisher stellen ihre Spiele mittlerweile lieber auf eigenen Events aus. Heute gibt es die PAX, die QuakeCon, die BlizzCon. Sogar Minecraft hat mittlerweile eine eigene Messe. Nintendo zeigt neue Spiele nun schon seit Jahren, meist lange vor der E3 in den Nintendo Direct Livestreams. Auf Preisverleihungen wie den Video Game Awards werden Spiele vorgestellt. Und dann gibt es ja da auch noch die Leaks im Internet. Ob die wirklich alle völlig ungewollt sind, sei mal dahingestellt. All diese kleinen und großen Events drohen der E3 den Rang abzulaufen. Dann sind wir mal ehrlich, warum sollten Sony, Microsoft und Co. jedes Jahr Millionen ausgeben für fette Pressekonferenzen und überdimensionale Messestände und sich am Ende doch nur gegenseitig die Show stehlen, wenn man seine neuen Produkte auch in aller Ruhe und Abgeschiedenheit vorstellen könnte. Spätestens also, wenn die ganz Großen der Branche beschließen, auch ihre eigenen Events abzuhalten, weit abgesetzt von der Nachrichtenflut um die E3, dann könnte das Ende bedeuten für die größte Spielemesse der Welt. Aber bis dahin feiern wir lieber noch gemeinsam unser aller Lieblingshobby.
das super Schnatterinchen. Es flattert so lieb umher. Der Schnabel ist ihm so gerade gewachsen. Yeah. Da freut sich das ganze Vogelland. Du singst wie die Hosen, da reimt sich auch nichts. Ja. Ist egal, aber sie sind damit bekannt geworden.